Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in unserem Parkbauprojekt Prehistoric Sanctuary UK. Beim letzten Mal haben wir diesen Parkbereich gebaut mit einer riesigen Lagune. Und der Bewohner dieser Lagune, nämlich der Mosasaurus, hat auch einen tollen Namen von euch bekommen. Die drei Baryonyx in dem Gehege nebenan natürlich auch. Und genau an dieser Stelle geht es hier weiter. Wir gehen jetzt direkt in den nächsten Bereich. Das ist der hier vorne. Der sieht auch echt cool aus. Ist aber auch nicht so groß. Aber schön hier mit den Felsen. Dann das Meer im Hintergrund. Die Karte allgemein ist echt schön. Ah, der Platz ist aber echt begrenzt, sage ich mal. Da müssen wir mal schauen, was wir daraus machen. Ich werde jetzt erstmal den Hauptweg ein bisschen weiterführen. Den müssen wir jetzt erstmal hier durchführen und direkt in den nächsten Bereich gehen, würde ich sagen. Möglichst platzsparend und in einer schönen Kurve. Schön hier so am Rand entlang. Und dann geht's beim nächsten Mal in den Bereich. Oder geht's sogar so ein bisschen runter, das ist auch cool. Ein paar Höhenunterschiede sind immer ganz nice. Die Kurve gefällt mir aber schon gut. Ich werde jetzt hier schon mal ein bisschen überglätten und vorbereiten soweit. Und dann können wir eigentlich schon mit dem Bauen hier anfangen. Es ist ja mittlerweile auch das erste Update für JW2 rausgekommen. Was macht er denn hier überhaupt? Ja, der ist irgendwie komplett überfordert. Ja genau, das erste Update ist rausgekommen. Und dadurch funktionieren leider aktuell einige Mods nicht. Zum Beispiel die mit den unsichtbaren Zäunen. Die habe ich momentan nicht installiert, weil die erst auf dieses Update gepatcht werden muss. Da muss ich halt noch ein bisschen warten. Und es kann gut sein, dass wir dann heute ja Sachen noch nicht fertig machen können. Das müssen wir dann in der nächsten Folge nachholen. Ich werde jetzt aber erstmal in dem Bereich hier anfangen. Weil ich würde gerne ein Aviarium hier haben. Und es gibt ja mittlerweile sogar drei verschiedene Aviarien. Ich glaube, ich nehme mal diese hier. Das ist die coole mit dem grünen Streifen. Würde ich gerne hier an den Rand stellen. Wenn das noch irgendwie passt. So in etwa. Das ist, glaube ich, ganz cool schon. Dann hat man auch noch eine coole Aussicht nach da hinten. Und dann können wir da auch schon direkt eine Aussichts- oder Beobachtungsgalerie einbauen. Dann kommt hier auch noch so eine Brutstätte rein. Dann nehmen wir auch die passende. Das ist echt krass, wie viele Auswahlmöglichkeiten man jetzt hat mit den neuen Sachen. Finde ich mega gut. Und dann connecte ich hier auch direkt den Weg. Sieht das doch ganz ordentlich aus. Und ich will auf jeden Fall mal so eine Jurassic Tour durch das Aviarium führen. Das stelle ich mir mega cool vor. Kann man ja mittlerweile auch machen. Werde ich dann, denke ich mal, die Station irgendwie hier so hinplanen. Ich weiß aber nicht, ob ich die heute schon fertig machen kann, weil ich habe, wie gesagt, schon ein paar Pläne, wo ich eigentlich diese unsichtbaren Zäune für bräuchte. Und das kann ich jetzt gerade noch nicht fertig machen, wie es momentan aussieht. Machen wir erstmal nur so. Und den Weg hier, oder die Strecke, werde ich dann hinten in das Aviarium führen. Oh, da gibt es auch nur bestimmte Punkte, wo man reinfahren kann. Nehme ich mal den hier. Können wir auch die Kurve dementsprechend nochmal ein bisschen anpassen. Und dann werden wir irgendwo hier hinten wieder rauskommen, denke ich. Ich werde jetzt aber hier vorne auch noch ein paar Gebäude hin platzieren. Und ich glaube, ich nehme da mal so ein paar auch von dieser, wie heißt die nochmal? Ich sehe es gerade gar nicht. Auf jeden Fall diese Organisation da. Umweltorganisation, Schutzorganisation, ich weiß es nicht mehr. Die hätte ich gerne und dann nehme ich gleich mal so eine Unterstützungsanlage, die könnte hier hin. Das ziehe ich mal hier hin und dann auf die andere Seite auch noch ein paar Gebäude. Dafür mache ich nochmal die Strecke hier weg, nicht, dass es gleich im Weg ist. Ein Personalzentrum ist, glaube ich, ganz cool, das kann hier gegenüber.
So schön im gleichen Winkel, damit nicht zu viel Abstand, aber auch nicht zu wenig. Und dann können wir sogar mal noch so Hotels machen, die sehen auch ganz cool aus. Und dann haben wir auch was für die Gäste, wo die unterkommen können. So in etwa. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und dann packen wir auch noch ein kleines Hotel dazu. Passt sogar perfekt mit dieser L-Form. So, dann haben wir hier so einen kleinen schicken Bereich. Alles mit diesem Grün, das finde ich ganz cool. Das sind alles so Zelte. Da werde ich jetzt einiges an Wegfläche, glaube ich, noch machen, aber mit dieser Farbe. Und dann hier das Ganze verbinden. Aber auch wieder mit so einer kleinen Schwingung machen. Ich glaube, ich mache hier mal den Weg so. Sieht der Übergang irgendwie ein bisschen schicker aus. Und dann können wir eigentlich schon weiter planen. Wir müssen nämlich hier den Weg dann auch noch weiterführen. Dann da connecten und da connecten. Und jetzt kann ich hier, glaube ich, sogar die Zwischenbereiche noch ausfüllen. Das wäre nice. Einmal so. Und einmal hier das Stück. Schön, dann haben wir hier auch noch mal so einen kleinen Farbakzent. Macht doch schon was her. Ich kann aber hier schon mal den Weg noch ein bisschen weiterführen. Ich glaube, den mache ich dann noch mal so ein bisschen in diese Richtung. Und dann so ungefähr. Da werde ich dann das Ganze auch ein bisschen anheben. Da wird dann noch mal so ein kleiner Aussichtspunkt für das Gehege kommen. Wird auch ein relativ kleines Gehege. Einfach weil es auch schon platztechnisch sehr eng natürlich alles ist. Den muss ich jetzt gut überglätten. Den mache ich dann auch nochmal so, glaube ich. Dann hier die Steigung rein. Hier wird sowieso dann gleich nochmal steiler werden mit Klippen. Und ich mache hier, glaube ich, nochmal einen Turm hin. Ah, ich glaube, ich mache den anderen. Den hier. Der kommt dann hier ans Ende. Ich mal ungefähr so. Da habe ich dann den Weg hier nochmal ein bisschen anpassen müssen. Sieht doch super aus. Ich mache hier dann nochmal eine kleine Schräge rein. So in etwa. Ist gut. Und dann müssten wir hier auch nochmal den anderen Weg weiterführen wieder. Den hellgrauen. Schön im gleichen Abstand, so wie vorher auch schon. Das mache ich dann, denke ich mal, bis oben hin, damit das schön gleichmäßig aussieht.
Manchmal zuckt das Wege-Tool auch im letzten Moment dann noch wieder weg, obwohl man die Maus nicht bewegt. Ganz komisch. Und hier muss ich nochmal ein Zwischenstück auf jeden Fall machen. Oh, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Wenn ihr sowas habt, nochmal woanders ein Zwischenstück machen und dann das davor deleten. Das ist noch genau wie im ersten Teil geblieben, zum Glück. Dann machen wir oben auch das letzte Stück nochmal eben. Und dann sieht es so aus. Das ist doch schon sehr cool. Und hier kommt dann gleich, oder später in der nächsten Folge wahrscheinlich eher, das Gehege hin. Werde ich dann auch nochmal ein bisschen absenken. So, hier auf die Wasserhöhe gehen, ist perfekt. Das sieht doch schon mal als Grundplanung ganz ordentlich aus von oben. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in das Highlight für die heutige Folge, nämlich das Aviarium. Da werden wir jetzt uns ein bisschen austoben und das Ganze gestalten. Finde ich übrigens optisch sehr cool hier mit dem Käfig und dieser Hintergrundlandschaft. Das sieht nice aus. Wird jetzt aber erstmal viel Wasser reinkommen. Und dann auch viele Felsen, weil mittlerweile können ja die Flugsaurier auch auf Felsen landen. Was ultra cool ist. Können wir gar nicht überall Wasser einzeichnen, aber ich versuche es mal da einzuzeichnen, wo es geht erstmal. Und dann wegmachen ist immer noch easy, machbar. Lieber erstmal zu viel haben als zu wenig. Wir müssen halt auch noch die Strecke gleich planen. Das sollte ich vielleicht erst machen, ne? Erst die Route und dann alles einzeichnen. Weil jetzt ist wahrscheinlich alles mega blockiert. Ach nee, okay. Ach, der macht das sogar weg, das ist ja mega praktisch. Vielleicht können wir hier so ein bisschen schräg durchs Wasser fahren. Ja, echt ganz cool. Und dann da wieder raus auf der Seite. Das ist doch nice. Einmal hier so schräg durch. Oh, und dann kommen wir hier raus. Haben wir natürlich wieder einen Übergang. Oh shit. Das klappt ja irgendwie nicht so ganz. Warte mal. Hier müssen wir nochmal eben ein bisschen korrigieren. Nämlich das Ganze so machen. Oha, und dann hier mit den Wegen nochmal gucken. Das habe ich gar nicht einberechnet, dass wir auf dieser Seite dann auch noch einen Übergang haben. Gut, dann haben wir das schon mal. Mit dem Zaun gucken wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier wieder reingehen ins Aviarium. Dann werden wir hier schön gestalten. Jetzt als nächstes würde ich sagen, platzieren wir mal die Futterspender. Ja, diese hier. Die sind jetzt auch nochmal verdammt wichtig, dass die an einer guten Stelle sind. Ich kann die sogar hier einfach platzieren. Sollte eigentlich funktionieren. Mach mal hier vorne dann auch noch einen hin. Und dann können wir mal gucken, dass wir das Ganze ein bisschen gestalten. Mit Felsen. Ich glaube, ich werde da auch ein bisschen Höhenunterschiede noch einbauen. Dann müssen wir mal Wasser wieder entfernen. Das ist ein bisschen zu viel Wasser. So, und dann machen wir hier das Ganze ein bisschen angehoben. Den Unterschied da drin zu haben, ist sowieso immer schön. Auch wenn die Felsen gleich natürlich auch noch was ausmachen, wenn man welche hat. Oh, da will ich keine Höhenunterschiede haben. Nicht da, wo die Strecke lang fährt. Wollen wir nicht, dass die auf einer schrägen fahren. Aber so ein bisschen angehoben das Ganze ist schon ganz gut. Natürlich nochmal überglätten. Perfekt. Und dann werde ich es vermutlich ein bisschen felsiger alles hier gestalten. Ich mache erstmal so einen Grundfarbton, einen hellen, felsigen. Und hier die Strecke dann war nicht mit grün, ich glaube eher so diese Farbe. Noch ein bisschen dunkler überzeichnen. Bis hier vorne zum Tor.
Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ist auch ganz cool. Sind halt jetzt nicht so krasse Höhenunterschiede drin. Aber dafür kann man dann die Flugsaurier hoffentlich gut sehen. Find's ganz schick. Können aber auch noch so Fotopoints einbauen, glaube ich, mit der Tour. Können wir mal eben schauen. Hier nämlich. Können wir einmal hier einen hinmachen und vielleicht auch in das. Können wir da nicht rein mit der Kamera? Ah, jetzt. Das ist halt irgendwie echt ein bisschen verbuggt. Mach aber dann hier auch mal einen hin. Oder eher auf die andere Seite. Ich glaube eher auf die andere Seite. Hier so. Das finde ich gut. Weil hier steht er so ein bisschen im Blickwinkel. Stört er so ein bisschen die Galerie. Oh, jetzt muss ich ja richtig aufpassen. Dass ich nicht das Falsche entferne mit der Kamera. Das müssen die nochmal ein bisschen ändern. Also so richtig gut da drin arbeiten kann man nicht in dem Aviarium. Das hat sich jetzt nicht so toll angefühlt. Ich weiß nicht, ob es an diesem Aviarium liegt oder ob das in allen so ist. Weil das ist das erste Mal, dass ich so richtig ein bisschen länger versucht habe, da irgendwas zu machen. Ach, die Kamera... Nee. Ihr seht schon, was ich meine, ne? Also das ist echt ganz komisch. Man fliegt da mal ganz komisch raus und dann stört einen das voll. Egal, wir sind hier drin. Soweit erstmal fertig. Und jetzt können wir schon mal hier wieder so ein bisschen drumherum noch Wald platzieren, würde ich sagen. Wird erstmal relativ bewaldet werden alles. Und in dieses Gehege kommen 6 Dimorphodon. Das ging schnell. Und komischerweise ohne Musik, obwohl ich sie extra gerade wieder eingestellt habe. Na, ist ja nicht schlimm. Sieht aber sehr, sehr cool aus, der Dimorphodon. Und hier seht ihr die neue Funktion mit den Felsen. Das feiere ich mega, das ist richtig cool. Und dazu kommen noch 3 Geosternbergia. Die würden sich wahrscheinlich so gar nicht vertragen, aber wir sind ja im Sandbox-Modus und dann haben die sich zu vertragen. Ey, die Kamera in diesem Aviarum, die spackt halt richtig ab. Weiß nicht, was es ist. Geht einfach immer raus. Das irgendwas scheint dann nicht so ganz zu stimmen. Aber der Geosternbergia ist auch richtig cool. Gerade das hier mit dem da oben gefällt mir sehr gut. Da thront er. Wie der König. Das ist auch cool, dass die da unten landen dann. Wenn man hier mit der Tour lang fährt. Das ist ja übel gut. Boah, wenn dann hier die Tour-Trucks langdüsen, das ist ja mega. Und zu guter Letzt kommen noch diese 2 wirklich tollen Flugsaurier dazu. Propiognathus. Der ist mega riesig. Ja, der gefällt mir auch richtig gut. Jetzt wirkt das Ganze schon sehr belebt hier drin, muss ich sagen. Ich hätte sogar noch mehr Flugsaurier freilassen können, aber ich wollte auch nicht zu sehr übertreiben. Oh, wie viele hier rumfliegen. Mega gut. Aber ihr wisst ja, was das bedeutet, Leute. Ihr könnt wieder ordentlich Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und diesmal sind sogar die Chancen recht gut, dass ihr euch hier verewigt. 11 Flugsaurier habe ich freigelassen. Also ich freue mich über jeden Namensvorschlag in den Kommentaren. Die teilen sich sogar in Felsen. Oder ist der auf dem Boden gelandet? Aber Leute, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Beim nächsten Mal, wenn die Mods dann geupdatet sind, geht es dann im Außenbereich weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was wir heute gebaut haben.